Ja. Hallo, heute habe ich den Louis dabei. Und zu Beginn würde ich sagen, dass ich auch das vorstelle, dass du heißt, wenn du so spielst. Also ich spiele einen Rückraum links und manchmal Rückraum Mitte. Ich bin Louis Wenzler und bin 16 Jahre alt und wohne hier auf dem Internat in Löwen. Genau, du hast schon das Stichwort Internat gesagt. Erklär doch kurz, wie du es findest. Also ist echt super, also die Möglichkeit, hier direkt in die Halle zu kommen, nicht irgendwie eine halbe Stunde zu fahren, sondern direkt hier zu sein, ist super. Und auch das Leben dort ist sehr entspannt, vor allem wenn es in Ferien ist. Ich war ja noch nicht in der Schule, darum muss ich noch schauen, wie es im Schulleben ist, aber bisher ist es super locker und echt cool. Gut. Dann, was fasziniert dich so allgemein an Löwen oder auch an Sporthandball? Also ich war letztes Jahr noch in Barling und da haben wir auch in der Saison gegen die Jugendlichen gespielt und wir haben halt zweimal relativ deutlich verloren und allein die Körperlichkeit und so, die einfach hier viel stärker war wie bei uns in Barling und ja, einfach so, das ist auch der Zusammenhalt zwischen dritte Liga und A-Jugend und B-Jugend, das hat mich einfach fasziniert und darum habe ich mich für den Schritt entschieden. Ja, jetzt hast du auch schon das nächste Stichwort gesagt, Barlinger Städten, da hast du ja, also ihr am Sonntag euer erstes Spiel. Wie denkst du, wird es gegen eine alte Mannschaft zu spielen? Also ich denke, es wird erstmal für mich auch ein relativ schwieriges Spiel, wenn man es so sagen kann. So gegen einen alten Verein ist nicht immer leicht. Und auch da, ich würde sagen, Barling ist keine schlechte Mannschaft dieses Jahr. Die sind auf jeden Fall konkurrenzfähig und wir dürfen nicht irgendwie überheblich sein oder so, sondern unser Stiefel runterspielen. Und die Barlinger werden es auf jeden Fall schwer machen, vor allem in der Halle, also dort. Und ja, ich freue mich aufs Spiel, aber ich habe auch Respekt vor dem Spiel, weil es einfach für mich eine andere Situation ist, vielleicht manche andere hier. Und ja. Denkst du, wird ein Vorteil für dich, dass du die Spieler kennst? Ja, ich denke, für manche Spielzüge, vor allem in der Abwehr und auch, dass ich die Spieler schon kenne, wird es ein Vorteil sein. Aber in manchen Situationen sicher auch ein Nachteil, weil sie mich ja auch genauso gut kennen. Ja, also am letzten Wochenende hattet ihr auch ein Turnier hier in Gronau. Ja. Da erstmal Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Wie fandest du es? War ja sehr warm in der Halle. Ja, es war sehr warm, aber trotz dessen, vor allem auch wegen dem Jubiläum, war das eine super Erfahrung und auch ein super Turnier. Wir haben alle drei Spiele gewonnen und ich glaube, wir haben daraus auch nochmal eine gute Erfahrung gemacht und auch nochmal als Team zusammengewachsen. Was ist denn deiner Meinung nach die Stärke eures Teams? Ich finde vor allem unsere Kaderstärke, also die Breite, dass auch wenn mal ausgewechselt wird, der Leistungsabfall nicht zu grob ist, sondern der andere fast genauso spielt, so gut wie der andere spielt. Und auch so das Team harmoniert gut. Also das Teamchemie ist bisher super. Vor allem so lange, wie wir schon zusammen spielen, ist echt gut. Ja, dann hoffe ich, dass ihr euch am Samstag gut schlägt und hoffentlich mit dem Sieg nach Hause kommt. Ja, danke schön.